des Verschwörers ist ein Teil vom Haus der Digitalisierung der Stadt Ulm, was jetzt in den nächsten Jahren noch weiter aufgebaut wird und wo noch weitere Organisationen und Gruppen reinkommen. Das ist der Ort, wo es darum geht, kreativ die Stadt zu verbessern zum Wohle aller Menschen hier in der Stadt. Wir sind jetzt hier gerade im Salon. Wir haben eine Elektronikwerkstatt, wo gelötet, gemessen, geprüft, getestet werden kann. Größere Arbeitsräume, einen kleinen Besprechungsraum noch, wo auch gerade ein Startup sich entwickelt. Und wir haben ein FabLab mit 3D-Druck, Lasercut und Schneidplotter und eine große Holz- und Metallwerkstatt im Keller. Das ganze Zukunftsstadtprojekt steht unter der Frage, wie kann sich Ulm weiterhin digital entwickeln und weiterhin eine lebenswerte und eine nachhaltige Stadt werden und bleiben. Was wollen Bürger und Bürgerinnen aus dieser Stadt haben? Was können sie sich vorstellen? Was sind ihre Ideen, um diese Stadt lebenswerter zu machen? Deswegen haben wir uns heute hier getroffen, ganz viele verschiedene Gruppen, und haben zusammen überlegt, ob es nicht einen gemeinsamen Raum geben könnte in diesem Haus, den alle Gruppen und Organisationen gemeinsam nutzen, um gemeinsam innovativ zu werden, also kreativ zu werden. Wir haben dazu eben Design Thinking eingesetzt als Kreativmethode, als Lösungsfindungsmethode, um nutzerorientiert Lösungen zu entwickeln. Wir haben also ein Nutzerprofil erstellt, einmal einen Unternehmer und einmal einen städtischen Mitarbeiter, haben dann diesen möglichst detailgetreu beschrieben. Im zweiten Schritt haben wir dann überlegt, welche Anforderungen hat denn dieser Nutzer ganz konkret, unterteilt nach unterschiedlichen Kategorien. Und im dritten Schritt, den wir heute hier eingesetzt haben, haben wir ein Modell gebaut. Das heißt, wir haben dann mit unterschiedlichen Materialien eine Skizze erstellt, ein Lego-Modell erstellt, beziehungsweise auch eine kleine Geschichte dazu erzählt, wie man sowas bespielen könnte. Wie muss so ein Raum dann ausschauen? Ist er mehr gestaltet wie ein ganz normaler Arbeitsraum oder gibt er einfach sehr viel Platz für kreative Ideen? Das Spannende war, dass wir uns zwei Charaktere angeschaut, einmal aus der Wirtschaft, einmal aus der Stadtverwaltung, und dass die Anforderungen und die Wünsche, was so solche Räumlichkeiten angeht, gar nicht so weit auseinander sind und dass man die auch ganz leicht auf einen gemeinsamen Nenner vereinigen kann. Es sind tolle Ideen entstanden, und jetzt werden wir in der nächsten Zeit schauen, dass wir diese Ideen nochmal bündeln, nochmal mit Nutzergruppen diskutieren und dann auch wirklich in die Umsetzung gehen.